Mein Name ist Martin Winter. Ich bin wissenschaftlicher Direktor des MEET Batterieforschungszentrums. Wir beschäftigen uns mit elektrochemischen Energiespeichern, deren prominenteste Variante die Batterie ist. Also am MEET schlagen wir den großen Bogen von der nutzerinspirierten Grundlagenforschung bis zur echten Anwendung. Das heißt, dass wir zum Beispiel mit der Industrie ein neues Material entwickeln, welches die Batterien größere Reichweite gibt. Wir haben 5 große Themen, die uns beschäftigen. Einmal die Vergrößerung der Energie. Das ist zum Beispiel das Thema Reichweite beim Elektrofahrzeug. Dann die Verbesserung der Leistung. Kann man die Batterien schneller laden? Dann die Lebensdauer. Wir müssen 10, 20 Jahre Lebensdauer haben bei der Anwendung eines Autos. Dann das Thema Kosten. Das Ganze muss erschwinglicher werden. Und das 5. Thema ist, die Sicherheit muss gewährleistet sein unter allen Betriebsbedingungen. Wir stehen eigentlich mit jedem, der in Deutschland eine Rolle spielt in Projekten, mit jedem Automobilhersteller, mit jedem Zulieferer und auch mit den großen Chemieunternehmen. Wir haben also gegenwärtig ungefähr 300 Partner. MEET hat sicherlich vieles auf einem Fleck, was andere eben nur vereinzelt haben. Wir sind sehr stark ausgerüstet. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur in vielen Bereichen. Wir können ganzheitlich Material- und Zellsystemforschung machen. Und wir haben also auch ein Themenportfolio, das es so auf der Welt nur einmal gibt, in der Breite und auch in der Tiefe. Es gibt hier viele Möglichkeiten in NRW. Wir haben hier ein großes Netzwerk an Universitäten. Wir haben hier auch eine Zulieferindustrie, die sehr groß ist. Und es ist einfach so, dass NRW einfach elektromobilitätsminded ist.